In meinen Träumen, bist du der eine, mit dem ich ein Leben lang, zusammenbleibe. Du trägst mich auf Händen und bist immer für mich da. Dank dir bin ich. Hi ihr Lieben, ich wollte gerade kochen, Audrey und Lina schlafen noch. Ja, bei uns gab es gestern Hackbällchen. Ich habe die jetzt noch übrig und wollte damit eine Pfanne machen. Ich werde jetzt irgendwas zaubern. Also frei nach Schnauze. Und ja, mal schauen, was es wird. Gleich gehen wir auf jeden Fall mit denen noch raus. Wir haben schon ein bisschen spät. Also wir haben schon 2.30 Uhr. Ich wecke die dann in einer Stunde. Also Lina und all that. Aber bis dahin habe ich hoffentlich das Essen schon fertig. Reis habe ich schon rausgeholt und ich mache so eine Hackballpfanne. Keine Ahnung. Irgendwas wird sie. Ja, wir haben auf jeden Fall noch die Suppe von gestern. Die Joghurtsuppe. Das wollte Lina heute Morgen essen. Aber ein bisschen haben wir noch übrig. Und dazu muss ich euch sagen, wenn ihr das aufwärmt, dann ist das manchmal so richtig, da ist der Reis drin, ne? Wird das hart, einfach Wasser dazugeben, passiert nichts. Aber wenn ihr das aufwärmt, Wasser dazu und am besten auch im Topf aufwärmen, also nicht in den. Ich habe übrigens auch eine halbe Stunde geschlafen, deswegen sehe ich so kaputt aus. Naja. Ja, Donnerstag müssen wir zur Stadt Köln. Gut, dass meine Mama da arbeitet. Sie kennt da auch ein paar Mitarbeiter. Und zwar haben wir Lina bei einem Kindergarten angemeldet und wir haben da letztens angerufen, was denn jetzt ist, dass wir langsam einen Platz wollen. Also spätestens mit 3 haben wir gesagt, ne? Also im Dezember. Und die meinten, wir haben hier gar keine Daten von ihnen. Also hier steht Lima Said, Lima. Und ich meinte, wie? Weil die Dame im Kindergarten hatte alles eingetragen, das macht man wohl online. Und die hat uns voll falsch beraten. Ja, jetzt geht das natürlich auf ihre Kappe. Und deswegen müssen wir Donnerstag zur Stadt Köln und schauen, was wir da machen können. Ja, mal schauen, was es wird, ne? Aber Briefe bekommen wir. Also von der Stadt Köln bekommen wir Briefe. Deswegen, ich weiß jetzt nicht, ich nehme einfach Linas Reisepass mit und dann können die ja mal reinschauen. Übrigens hängen immer meine Haare mit einer meiner Sohne. Ich krieg die gar nicht mehr zusammengebunden. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich fange jetzt an zu kochen. So, mein Essen ist jetzt fertig. Ich habe voll vergessen mitzuführen. Also hier drin ist einfach Öl mit Zwiebeln angedünstet. Dann kommen 2 Löffel Tomatenmark rein. Dann habe ich reingetan Oregano, Knoblauchpulver, ein bisschen Kurkuma. Pfeffer, Salz, danach Wasser, danach kommen da 3 bis 4 Kartoffeln rein und dann habe ich noch diese Hackbällchen von gestern reingemacht. Das war's auch. Mehr kommt da nicht rein und ihr könnt dann halt abschmecken am Ende, ob da genug Salz drin ist. Und dazu gibt's Reis. So ihr Lieben, ich habe mich jetzt fertig gemacht und wir fahren jetzt gleich auch weg. Ich weiß noch nicht wohin. Lina braucht auf jeden Fall Pampers. Aber ich wollte es jetzt so machen, dass ich nur eine kleine Packung kaufe, weil es wird langsam Zeit, dass ich das gewöhnt, bevor Lia auf die Welt kommt. Will ich auf jeden Fall, dass sie damit aufhört. Ich hoffe, ich schaffe das auch. Sie hat ja eine Zeit lang wirklich, jedes Mal ist sie auf Klo gegangen und hat ihr Geschäft da erledigt. Gestern wieder auch, aber jetzt wird es wieder Zeit. Ich werde dann halt die Pampers verstecken und sagen, wir haben keine mehr. Und dann, ich fange mal so an. Weil sie versteht das ja jetzt auch, wenn ich sage, wir haben keine mehr. Ne? Was denn? Guck, wie du aussiehst, du musst dich mal sauber machen. Und ja, ich ziehe sie jetzt um. Wir haben 30 Grad und Lina läuft mit ihren Pyjamas rum. Sie wollte das unbedingt anziehen. Und das ist noch beim Fußball. Der kommt jetzt gleich nach Hause, da muss er duschen. Da müssen wir in den Keller. Ich wollte nämlich Lias Sachen hochholen. Also Linas alte Klamotten. Und dann mal aussortieren, was wir jetzt brauchen und was nicht. Da kann ich euch auch gerne mitnehmen. Und ja, ansonsten muss ich mich umziehen. Das ist einfach ein Kleid, was ich zu Hause anziehe. Ja. Ach so, übrigens, ihr wisst ja, dass ich auch bei Konsumgöttinnen angemeldet bin. Und die Seite hatte ich euch auch empfohlen. Ich kann euch das, ich glaube, die ist sogar unten in der Infobox, hier ist mir verlinkt. Und ich darf da eine Ware testen. Also ich habe mich einfach beworben. Moment.
und durfte die jetzt auch testen. Ich zeige die euch nur ganz kurz. Die ist von Söhnle. Da könnt ihr hier drauf drücken. Das ist eine Digitalwaage. Und wisst ihr, was ich voll krass finde? Also das ist die Anzeige und dann, ne, wenn man drauf drückt. Die könnt ihr so in die Spülmaschine reintun. Also wir haben jetzt zwar keine, aber die ist wasserfest. Und ja, also hier ist auch so ein Zettel. Könnt ihr in die Spülmaschine reintun. Und ich durfte die jetzt testen. Ich glaube, hier ist dann die To-Do-Liste auch. Und wie gesagt, ich weiß nicht, ob euch das interessiert. Aber ihr könnt mir auch Fragen stellen. Also ihr könnt mir natürlich Fragen stellen, wo man sich bewerben kann und wo man Produkttesten so machen kann. Ich weiß, dass sehr viele das für sich behalten, weil sie denken, dann ist die Chance geringer. Aber es kommt auch darauf an, was man bei diesen Produkttests ankreuzt. Also die stellen dann Fragen und dann kreuzt ihr das und das an und das, was am meisten passt, das wird dann auch, ne, derjenige wird dann gewählt. Ja, genauso war das auch mit dem Duplo, denke ich mal, für Lina. Da hat sie Glück gehabt, weil das waren nur 20 Testfamilien. Und bei dem, das waren sogar 100, ne? Und wisst ihr, was ich krass finde? Dieses Dingens, diese Waage, kostet über 100 Euro eigentlich. Ja, du gehörst zu den 100 ausgewählten Konsumgöttinnen. Also die suchen wirklich, also jeden Montag gibt es neue Produkttests. Ja, da könnt ihr euch mal wieder bewerben. Und unsere Reise hatten wir ja auch da gewonnen, da kann man dann Punkte sammeln. Ich hatte nicht mal viele Punkte, ich habe trotzdem die Reise gewonnen. Was natürlich schön ist, aber was ich nicht verstanden habe, naja, ist ja nicht schlimm. Ja, jetzt zieht Mama sich um und wartet auf Papa. Und Lina muss sich auf jeden Fall auch umziehen. Ich weiß aber noch nicht, was ich anziehen soll. Mal schauen, was es wird. So ihr Lieben, ich habe gestern nicht mehr aufgenommen, tut mir wahnsinnig leid. Aber wir waren einfach nur einkaufen. Moment. Danach habe ich auch nicht mehr aufgenommen, weil wir haben einen Film geguckt mit Nina und so, also mit Audem zusammen. Ja, jetzt, ich habe gestern übrigens Ninas alte Klamotten hochgebracht, gewaschen, zwei Ladungen. Ich zeige euch das mal. Und zwar, also ich habe jetzt diese beiden Fächer leer gemacht. Das sind die Buddies von Lia, das sind die Hosen, Pyjamas. Oberteile, dann haben wir hier 3, 4 Anzüge, das ist jetzt alles 50, 56 und 62. Dann haben wir hier Jacken und hier Socken und hier eine Strumpfhose. Das ist alles Größe ab 68. Und dann, ich habe echt viel, ich sag's euch, ich werde auch nichts mehr kaufen. Beachtet bitte nicht das Bett, Audel hat gerade geschlafen. Der ist jetzt auch weg. Genau, das sind die Sachen, die ich neu gekauft habe und ein paar Sachen noch von Lina. Und die Sachen werde ich halt wieder unten reinpacken. Das ist zum Beispiel eine Hose, das ist jetzt Größe 68 und das braucht Lia erstmal nicht. Also erstmal braucht sie nur 56. Die Sachen werde ich aber auch nochmal waschen. Die waren zwar hier oben im Koffer, aber trotzdem. Und hier sind noch Socken, sehe ich gerade. Dann brauche ich keine Socken kaufen. Was denn, Schatz? Ich habe übrigens die Bettwäsche auch gewechselt. Wieder mal, wurde Zeit. Ja. Auf dem Balkon habe ich auch noch total viel. Wir haben gerade übrigens gegessen. Heute gab es bei uns Pommes, hat Auda gemacht. Das war auch von Lina. Das hat sie benutzt. Voll viele haben immer gesagt, das ist total gefährlich wegen hier, wenn sie das in den Mund nimmt und so. Ja, es ist nichts passiert. Wobei Lina würde ich jetzt ein bisschen mehr aufpassen. Das war Lina Spice Ring, das werde ich aber wegschmeißen. Und das waren die ersten Schuhe, die Audel gekauft hat, wo er erfahren hat, dass sie schwanger war. Das ist Linas Nachtlicht gewesen. Nein, das ist Müll. So, dann habe ich hier noch ein paar Sachen. Ich habe voll viele Schwangerschaftsoberteile gefunden im Keller. Die habe ich jetzt auch gewaschen. Dann ist das die Decke, das hat meine Schwiegermama mir damals geschickt für Lina. Linas Mütze, das hatte sie bei uns im Standesamt an. Die Klamotten haben wir auch noch. Sonst haben wir ganz viele Einteiler für draußen. Das kann ich euch auch mal zeigen. Ich habe das jetzt zwar in die
Wäsche gepackt. Also das muss alles gewaschen werden. Ich werde auch eigentlich alles behalten. Also wir werden jetzt erstmal alles behalten, aber danach kann sein, dass ich das alles weggebe. Zum Beispiel, das war auch das erste Teil, was wir für Lina gekauft haben bei C&A. Das ist einfach so eine Schneejacke. Ob ich das empfehlen kann? Nein, weil die Arme sind zu eng. Bei einem Neugeborenen ist das nicht so gut. Das hat meine Schwägerin geschickt aus dem Irak. Dann habe ich so viele Schlafsäcke, Leute. Also ich glaube, ich habe 6, 7 Schlafsäcke und das brauche ich alles gar nicht. Mal schauen, wie wir das machen. Das ist auch das Letzte, was ich noch waschen muss. Was jetzt hier ist. Und da im Schlafzimmer halt. Ich muss jetzt erstmal aussortieren, was jetzt 50/56 ist. In 46 habe ich nichts gekauft. Habe ich bei Lina auch nicht gekauft. Meine Mutter meinte auch, 50 soll ich auch nicht kaufen. Ja, Lina hat auch die 50 Sachen nur einmal angehabt, ehrlich gesagt. Und dann direkt 56. Ein Auto. Ja, Auto. Ja, gleich, okay? Lass uns erst einmal hier Lias Sachen aussortieren, okay? Mein Auto. Helf mir mal, komm. Mein Auto. Guck mal, Lian, ein bisschen. Nein. Wow. Da. Das ist für Babys, Schatz. Nein, du. Ist aber auch zu groß für Lia. Nein. Maschinen. Nein. Ja, das müssen wir waschen, das ist 56. Nein. Nehme ich. Oder an eine andere, ne? Willst du ein Kleid anziehen gleich? Ja. Das hat auch Anna mir gekauft, ne? Nein. Das kann. Nein. Was ist das? Nein, du. Groß. 56. Ah, Lina, wo das hier ein Elbschen? Guck mal. Das ist aber auch 68, das ist auch zu groß. Das ist aber von Lia. Nein, du. Aber das passt hier nicht mehr an den Jim. Das ist auch von Lia dann. Das ist zu groß. Groß. Lia. Das ist auch zu groß. Auch groß. Ben ne kara kuşlar gördüm sana yenilmeden. Auch zu groß. Nein. Das passt dir nicht an, Jim. Das ist für Babys. So ein Pucksack fürs Maxi-Cosi. Das kann ich auch einmal waschen. Was ist das? Ich glaube, das ist auch ein Schlafsack, aber so ein richtig dünner. Genau. Guck mal. Nein. Ja, ist Mützen. Hier sind Strumpfhosen. Welche Größe ist das? Das ist zu groß. Okay. Ohne geht Baby nicht auch annehmen. Genau, die Jacke kann ich voll empfehlen. Also da legt ihr das Kind quasi rein. Die Arme sind auch nicht zu lang. Und dann müsst ihr das hier unten zuknüpfen und den Reißverschluss ziehen. Das ist übrigens von Kick gewesen. Also ich kann die Sachen von Kick nur empfehlen. Was machst du? Ja, also ich habe sehr viele Schlafsäcke. Die tue ich jetzt auch alle unters Bett. Und das sind meine Schwangerschaftssachen, die muss ich alle bügeln. Ich habe jetzt noch 2 Ladungen Wäsche und dann bin ich durch. Ich bin jetzt wieder zu Hause. Ja, ich muss jetzt auch aufräumen. Ich zeige euch mal kurz, was ich gekauft habe. Ich habe aber nicht viel gekauft. Ehrlich gesagt. Ich wollte eigentlich für Hakan und uns Spardosen kaufen. Die von Kick für 1 Euro. Wir sparen ja immer da Geld drin, aber die gab es leider nicht mehr. Ich weiß gar nicht, sparen so viele Geld? Dann habe ich 4 Packungen Pflaster geholt. Wir haben nämlich keine Pflaster zu Hause und die waren reduziert auf 50 Cent. Das sind jetzt jeweils 20 Stück für uns. Und jeweils 10 Stück für Kinder. Das ist halt mit Tieren. Dann habe ich geholt Waffeln. Für Lina ein Shampoo. Lina hat Knete bekommen und noch einen Eistee. Also wir lieben diesen Eistee und da ist auch, glaube ich, auch nicht viel Zucker drin, oder? Doch, da ist bestimmt viel Zucker drin, aber hier stand mal drauf, mit weniger Zucker. Keine Ahnung, ist ja auch egal. Nein! 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 Nein!
kriegst das nicht auf. Komm, ich helfe dir. Du willst auch bei nichts helfen, ne Schatzi? Nein! Hat wer das Achim an? Nein! Ah, der Achim knet hier ab, Jan. Nein! Nein! Oh nein, nicht weinen. Die Stimme. Oh nein, nicht weinen. Ah, oh, Mann, den Hesche. Ja, sonst gibt's eigentlich nichts. Ich warte auf die Wäsche und ich habe so ein Gefühl, sobald unsere kleine Maus da ist, missbrauchen wir den zweiten Wäscheständer. Also so habe ich das Gefühl. Ich muss übrigens morgen bügeln, bevor ich zu Mama gehe, weil wir brauchen, also nicht wir, Albert braucht Sachen, bestimmt, so wie ich ihn kenne. Und ich kann eh nicht zwei Tage lang dasselbe anziehen, außer ich habe das nur eine Stunde angehabt. Dann geht's. Zum Beispiel das hier könnte ich jetzt niemals morgen wieder anziehen, weil damit laufe ich seit heute Morgen rum. Ist das bei euch auch so? Es gibt ja Menschen, die können zwei Tage lang dasselbe anziehen. Ich kann das nicht. Oh, wie süß! Da ist sogar Hello Kitty dabei. Bitte. Bitte. Da am Balkon, da geht toll bei den Schneckern. Ja. Und wir wurden eben fast von einem Motorrad überfahren. Dieser Idiot, ey. Da ist der eiskalt auf dem Gehweg, genau wo wir abbiegen mussten. Also ich sehe natürlich nicht, wer von da kommt, ne, wenn wir so geradeaus gehen und dann müssen wir halt abbiegen. Und dann kommt ein Motorradfahrer genau auf uns zu. Der ist fast auf Lina draufgefahren, echt. Fast. Ich meinte dann, sie können doch nicht hier fahren. Sie sind auf dem Bürgersteig. Dann meinte er, ich bin einen Parkplatz am Suchen. Auf dem Bürgersteig. Manche sind so richtig idiotisch einfach. Die haben echt. Ich frage mich manchmal, haben die den Führerschein gekauft? Und die Polizei ist zwei Minuten vorher an uns vorbeigefahren. Wären die lieber später vorbeigefahren und hätten den geschnappt. Ja. Was denn? Soll ich das aufmachen? Nein, Dad. Rausholen? Ja. Okay. Ja. Genau, jetzt warten wir und danach mal schauen. Lina will jetzt erstmal mit Knete spielen, ne? So, da. Ja, du hast Knete bekommen, ne? Und da. Ja. Nur so bitte. Aber misch bitte nicht direkt alles, okay? Nicht mischen. Bitte. Ja, es ist weg, ne? Ja, es ist da. Da. Gut. Das gut. Lina, du musst aber dein Spielzeug gleich aufräumen an dem. Okay? Da. Genau. Räumen wir gleich auf, ja? Und das ist die Ecke. Lina, wo sind denn deine anderen Spielzeuge? Da, da. Bring das mal bitte. Wie soll ich denn die Knete rausholen sonst? Du hast doch voll viel. Nicht dein Puppenhaus. Da kommt Nasic Kalja. Kissen war das hier, ne? Da. Du schaust da mal. Oh, nein, aua. Hast du dir wehgetan? Ja, aua. Gern Öppi. Ah, du da der Kiss war, mal. Wow. Ja, bitte. Komm hier hin. Wo ist dein Stuhl? Da, guck mal. Bring mal deinen Stuhl hier hin. Und Leute, ich wollte mal ganz kurz was sagen. Letztens hat irgendjemand geschrieben, dass Lina viel zu viele Spielzeuge hat. Also, sorry, mein Kind hat kein Kinderzimmer. Noch nicht. Und ich denke mal, das kann jede Mama oder jeder Papa für sich entscheiden, wie viel ein Kind zum Spielen hat. Und ehrlich gesagt hat Lina gar nicht so viel. Also wenn ich andere Menschen sehe, wie viel die Kinder haben im Zimmer, da wissen die Kinder meistens gar nicht, mit was sie spielen sollen. Sorry, aber was hat Lina bitte viel an Spielzeugen? Ihre Küche, ihr Puppenhaus, dann hat sie da noch ein paar Spielzeuge und das war's. Was hat sie so viel? Also bei manchen denke ich mir, lass doch jede Mama und jeden Papa selbst entscheiden. Außerdem habe ich selbst letztens gesagt, das reicht jetzt erstmal, bis sie Geburtstag hat.
Und ob sie überhaupt an ihrem Geburtstag ein Spielzeug bekommt, das bezweifle ich auch. Da würde ich, glaube ich, eher so ein Tipptoy-Buch oder irgendwie sowas holen. Aber keiner kann sagen, dass Lina zu viele Spielzeuge hat. Also von meiner Seite aus ist es nicht so. Ja, sie hat in letzter Zeit viel bekommen. Das sah aber auch so aus, weil sie auch noch von Lego Duplo dieses Spielset zugeschickt bekommen hat. Ja, ansonsten finde ich, mein Kind hat ganz normale Spielzeuge. Und danke für den Kommentar. Da war noch irgendwas, das fand ich so lieb. Dieser Kommentar hat mir sehr, sehr, sehr gefallen. Moment, was war das? Das muss ich euch ganz kurz mal vorlesen. Hier. Ich finde es richtig toll von euch, dass ihr trotz der kleinen Wohnung für Lina so eine schöne Spielecke hergerichtet habt. Es fehlt ihr an nichts. Und das kann ich nur bezeugen. Meinem Kind fehlt es wirklich an nichts. Sie hat das, was sie haben sollte. Sie hat weder zu viel noch zu wenig. Und wenn ihr damit ein Problem habt, dann ist das euer Problem. Also, ich habe kein Problem damit. Danke. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich Lina nicht zeige. Sie ist nämlich nackt. Sie hat sich gerade ausgezogen. Leute, ich habe es voll übertrieben, ne? Ja, ich dachte, das passt alles drauf, aber jetzt alles übereinander gestapelt. Ich hoffe, es trocknet so. Mal schauen. Naja, auf jeden Fall habe ich... Oh mein Gott, ein Vogel. Auf jeden Fall habe ich auch dann gerade diese Säckchen geschickt. Und die waren damals von Lina. Ja, Lina braucht auf jeden Fall nichts mehr. Also ich werde natürlich gucken, ne? Wenn sie was braucht, kaufen wir das. Aber ich werde nichts mehr kaufen. Krass, jetzt ist ja so viel. Mich schreiben auch total viele Instagram-Seiten an, die Sachen selbst nehmen, ob wir nicht die Seite vorstellen können. Nein. Also, ich finde es schade. Was soll ich mit so vielen Sachen? Nee. Also, klar, es gibt Leute, die das dann ausnutzen, aber was soll ich mit so vielen Klamotten, wenn Lina so viel von Lina hat? Nee. Dann sollte das jemandem schicken, der sich das nicht leisten kann oder der das finanziell nicht so gut geht. Aber man muss auch nicht von allen Sachen überhäuft werden. Man kriegt eh alles, fast alles umsonst. Als YouTuber oder Instagrammer, dann muss nicht noch das sein. Ja, auf jeden Fall werde ich jetzt Lina baden, das Wasser wird vertrocknen und danach geht sie auch schlafen. So, ihr Lieben, zwei Tage später. Ich war bei meiner Mama und jetzt bin ich wieder zu Hause. Ich wollte mich auch nur verabschieden, ehrlich gesagt. Lina schläft seit 7 Uhr. Ich hoffe, sie schläft auch durch. Unser Kinderwagen für Lia ist da. Den zeige ich euch aber im nächsten Vlog, weil ich euch mitnehmen wollte, wie wir den aufbauen. Habe ich ja bei Linas Kinderwagen auch gemacht. Ja, sonst geht es mir gut. Lia hat sich heute ordentlich bewegt und es gibt auch nichts Neues. Ja, Alder kommt heute auch etwas früher nach Hause. Mal schauen, Hakan ist jetzt auch bei ihm. Wir haben jetzt 8 Uhr und ich werde jetzt die Videos bearbeiten. Ich wollte angeblich heute ein Video hochladen, aber ich habe voll vergessen, den Titel und so alles Mögliche zu ändern bei diesem Video, was ich heute hochladen wollte. Und ja, deswegen ging das nicht. Aber dafür lade ich das dann morgen um 12 Uhr direkt hoch. Morgen ist Sonntag. Ich weiß auch nicht, was wir morgen vorhaben, ehrlich gesagt. Also ich habe jetzt nichts vor. Aber wir wollten auf jeden Fall irgendwas mit Lina machen. Und am Abend wollten wir mit Albert wieder mal einen Film oder so gucken. Haben wir auch lange nicht gemacht. Ja, und sonst gibt es nichts. Übrigens, Leute, ich habe gemerkt, dass Lias Schubladen total überfüllt sind jetzt. Und wenn ich es mit Linas Schublade vergleiche, Lina hat fast gar nichts. Also ich muss mal schauen. Ich habe gerade Werbung hochgeholt. Ich schaue mal, ob es die Tage bei Lidl oder Aldi irgendwas im Angebot gibt. Dass wir dann da für Lina ein paar Sachen kaufen. Ich finde die Qualität von Aldi und Lidl perfekt. Da und Zara finde ich viel zu überteuer für Kindersachen, ehrlich gesagt. Auch wenn Lia das jetzt tragen könnte nach Jahren. Ja, Lina braucht auf jeden Fall Wintersachen und für Lia werde ich nichts mehr kaufen, weil
Sie hat viel zu viel. Sie hat Socken, sie hat Mützen, sie hat Buddies, sie hat alles Mögliche. Ihr habt ja gesehen, wie viel ich zusammengelegt habe und so. Ja, ne Mäuschen, du kannst jetzt in 3-4 Wochen kommen. Ja, ich bin jetzt ab morgen in der 32. Woche und ab der 37. Woche darfst du wirklich gerne kommen. Und übrigens, wir waren bei der Stadt Köln wegen dem Kindergartenplatz für Lina. Und die Dame, die Lina angemeldet hat, das macht man ja jetzt wohl online, hat Linas Namen falsch eingetippt und meinte zu uns, dass wir Lina nur bei einem Kindergarten anmelden müssen. Und der Rest geht dann von selbst. Ja, ich habe der Dame jetzt bei der Stadt Köln gesagt, dass, also wir waren mit Audel da und wir haben gesagt, dass wir gerne wollen, dass Lina ab dem 1.12. anfängt, weil sie wird ja am 3.12. 3. Und sie meinte halt, Lina ist noch auf der Warteliste und so. Und weil sie halt nur bei einem Kindergarten angemeldet worden ist, ist es halt, ne? Schauen die im Umkreis von 5 Kilometer. Ich finde 5 Kilometer echt viel. Vor allem mit einem Neugeborenen finde ich das sehr, sehr viel. Ich weiß jetzt auch nicht, wenn es jetzt irgendein Kindergarten ist, der 5 Kilometer weiter weg ist und wo ich mit Bahn und Bus hin muss, jeden Morgen, ob ich dann sagen kann, wir wollen doch noch ein bisschen warten. Ja, wir haben jetzt auf jeden Fall, hier in der Nähe ist noch ein katholischer Kindergarten. Die meinten, wir können Lina auch da anmelden, das haben wir jetzt gemacht. Also ich habe diesen Formular ausgefüllt, wir müssen jetzt nur noch einen Termin nehmen und dann die Tage dahin. Ja, und sonst gibt's nichts. Sonst gibt's wirklich nichts. Ja, ich würde sagen, ich nehme euch morgen wieder mit. Und wir verabschieden uns dann. Bis dann. Tschüss.